3.5.13. 3513. Das ist für auch schon wieder eine schöne Zahl. Bist du jetzt Lottozahlen aufzählen, oder was? Die Lottozahlen, oder warum geht mir die Maschine nicht? Und dann stehst du dort. Bin ich froh, dass ich an der Woche nicht gespielt habe, du. Weil es wäre genau meine Zahlen gewesen. Ach, was ich gemacht mit dem ganzen Geld, das wäre mir zu viel. Zu viel? Ja. Naja, wenn du 20 Millionen gewinnst. Das sind 20 Millionen, wir können das gar nicht mehr ausgeben, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Stell dir mal vor, du hast da 12 Millionen und stirbst. Was meinst du, wie du dich da ärgerst? Das stimmt. Dass du da bist und nichts mehr machen kannst. Aber vor lauter, da stirbst du doch gar nicht vor lauter Ärger. Das weiß man nicht. Du kannst ja nicht sterben, wenn du 12 Millionen Euro hast. Vielleicht trifft dir der Schlag, wenn du hast, du hast 20 Millionen gewonnen. Ja. Bumm, hör der Herz auf, fliegst um. Und wer kriegt denn das Geld? Die Lottogesellschaft oder wer? Nein, deine Erben. Aber die haben doch gar nicht Lotto gespielt. Das ist ja egal, das ist ja dann dein Geld. Und wenn du stirbst, wird dein Geld aufteilt von denen, die aus deiner Sippe noch vorhanden sind. Was ist, wenn ich einen Lottoschein habe und sterbe und der Lottoschein hat einen Sechser? Dann gewinnt der, nicht der das Geld, der den Lottoschein hat. Das ist doch Betrug. Warum? Ja, weil der hat ihn nicht abgegeben. Nee, das ist egal. Wenn es jetzt die Putzfrau dann abgibt, dann kriegen meine Kinder nichts. Ja, aber der Putzfrau, was ist doch gönnen? Das ist schon, aber noch keine 20 Millionen. Die kriegt Anne. Eine Million zahlst du deiner Putzfrau? Ja, natürlich, wenn's den Lottoschein abgibt. Dann gibt's ihn dir nicht mehr, wenn's gewonnen hat. Ja, die kann man noch in den Lottoschein geben. Ja, aber wenn's doch gewonnen hat, dann pennt's den Schein und riecht sie das Geld. Das weißt du doch vorher nicht, ob's gewonnen hat. Ja, das ist das andere Problem. Eben, also du kriegst 10 Millionen. Ja. Und die anderen 19 Millionen, die kriegt die Müllabfuhr. Warum die? Ja, weil die müssen ja meine Wohnung rausleeren. Ja, und da reichen 19 Millionen nicht. Jawohl. Ade. Ade.